Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute geht es um den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz im Arbeitsrecht. Dieser Grundsatz ist ein gewohnheitsrechtliches Institut, das Arbeitnehmer vor Benachteiligungen gegenüber ihren Kollegen schützt. Neben kodifizierten Diskriminierungsverboten ist der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz mittlerweile nicht mehr ganz so klausurrelevant, wie er einmal war. Trotzdem wollen wir uns die Zeit nehmen, ihn hier kurz zu behandeln. Auch heute erfüllt er noch eine Auffangfunktion für solche Merkmale, die gerade nicht von § 1 AGG oder von anderen Diskriminierungsverboten geschützt sind. Zum Einstieg ein kurzes Beispiel. Eine Arbeitgeberin entscheidet sich, die Vorteile aus einer betrieblichen Übung, zum Beispiel ein Urlaubsgeld, nur Altarbeitnehmern zugutekommen zu lassen. Im Video zur betrieblichen Übung haben wir bereits festgestellt, dass Neuarbeitnehmer weder nach der Vertrags- noch nach der Vertrauenstheorie die Anwendung einer bislang praktizierten betrieblichen Übung beanspruchen können. Fraglich ist aber, ob die Ungleichbehandlung mit dem AGG vereinbar ist. Dazu müsste ein in § 1 AGG geschütztes Diskriminierungsmerkmal betroffen sein. Man kann bei der Betriebszugehörigkeit an eine mittelbare Diskriminierung wegen des Alters denken. Eine solche liegt aber nicht zwingend vor, wenn gleich alte Mitarbeiter unterschiedlich behandelt werden, weil einer von beiden länger im Betrieb arbeitet. Das AGG hilft uns hier also nicht weiter. Es könnte jedoch ein Anspruch nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz bestehen. Im Folgenden gehen wir auf die dogmatische Herleitung, dann noch auf die Voraussetzungen und schließlich auf die Rechtsfolgen dieses Anspruchs ein. Zur dogmatischen Herleitung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Am überzeugendsten ist es unserer Ansicht nach, die Anknüpfung an das Verfassungsrecht vorzunehmen. Mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz wird Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz Rechnung getragen. Diskutieren muss man hier nichts, da der Gleichbehandlungsgrundsatz gewohnheitsrechtlich anerkannt ist. Die Prüfung der Voraussetzungen ähnelt vor diesem Hintergrund sehr der Prüfung des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Was muss also geprüft werden? Voraussetzung ist eine Ungleichbehandlung wesentlich gleicher Arbeitnehmer. Dafür ist zunächst zu untersuchen, ob die Arbeitgeberin eine Regel befolgt, nach der sie bestimmten Arbeitnehmern oder einer Gruppe von Arbeitnehmern Vorteile zukommen lässt. Im zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Arbeitgeberin im konkreten Fall die Vorteile nicht gewährt hat, obwohl der betroffene Arbeitnehmer eigentlich unter die Regel fallen würde. Alternativ kann die Ungleichbehandlung auch mit der Bildung verschiedener Gruppen von Arbeitnehmern begründet werden. In der einen Gruppe sind Arbeitnehmer, die bestimmte Vorteile erhalten, und in der anderen solche, die sie nicht erhalten. Um auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen: Altarbeitnehmer erhalten als eine Gruppe Urlaubsgeld aufgrund einer betrieblichen Übung. Neuarbeitnehmer bekommen als andere Gruppe kein Urlaubsgeld. Diese beiden Untergruppen lassen sich auf jeden Fall in der Obergruppe aller Arbeitnehmer zusammenfassen. Wenn keine weiteren sachlichen Differenzierungsgründe vorliegen, ergibt sich also eine Ungleichbehandlung von wesentlich gleichen Arbeitnehmern. Die Ungleichbehandlung kann aber durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sein. Wir müssen uns also überlegen, welche Gründe zur Rechtfertigung herangezogen werden können. Fangen wir erstmal nach dem Ausschlussverfahren an. Unzulässige Differenzierungsgründe sind jedenfalls solche, die vom Gesetz ausdrücklich verboten sind. Sobald das AGG anwendbar ist, kommt es auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz aber ohnehin nicht mehr an. Darüber hinaus ist die Gewährung bestimmter Vorteile grundsätzlich eine privatautonome Entscheidung des Arbeitgebers. Durchgesetzt hat sich indessen die Ansicht, dass dieser Entscheidungsfreiheit eine Grenze gesetzt ist, und zwar da, wo rein willkürliche Differenzierungen erfolgen. Im Einzelfall geht es hier wieder einmal darum, dass zunächst ein Maßstab für die Prüfung zu bilden und dann das zu verwerten ist, was der Sachverhalt anbietet. Bei unserem Beispiel mit der Unterscheidung zwischen Altarbeitnehmern und Neuarbeitnehmern ließe sich etwa die Größe der Erfahrung von Altarbeitnehmern als zulässiges Differenzierungskriterium nutzen. Es muss dem Arbeitgeber zudem möglich sein, eine betriebliche Übung im Laufe der Zeit zu beenden. So geht auch das BAG davon aus, dass Stichtagsregelungen trotz der damit verbundenen Härten als Typisierungen in der Zeit zulässig sind. Vertretbar ist natürlich auch eine andere Ansicht.
für die sich etwa anführen lässt, dass Betriebszugehörigkeit allein kein Ausdruck von Qualifikation ist. Hier kommt es vor allem darauf an, methodisch sauber zu arbeiten und alle im Sachverhalt angelegten Argumente anzuführen. Wenn eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung vorliegt, müssen wir uns den Rechtsfolgen des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes zuwenden. Hier läuft es ähnlich wie beim AGG. Die benachteiligende Regelung ist erstmal grundsätzlich unwirksam. Wie beim AGG kann auch beim allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz eine Anpassung nach oben vorgenommen werden, wenn diese geboten ist. Werden bestimmte Vorteile nicht gewährt, müssen diese Vorteile den Diskriminierten ebenso zugesprochen werden. In unserem Beispiel führt der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz also nicht dazu, dass niemand mehr die Gratifikation erhält. Stattdessen bekommen auch die neuen Arbeitnehmer Urlaubsgeld. Damit sind wir auch schon durch und fassen wie immer noch einmal das Wichtigste zusammen. Der gewohnheitsrechtlich anerkannte allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz kann dogmatisch auf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz gestützt werden. Voraussetzung ist eine Ungleichbehandlung wesentlich gleicher Arbeitnehmer, die nicht durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Auf Rechtsfolgenseite sind diskriminierte Arbeitnehmer von Benachteiligungen freizustellen oder gegebenenfalls ebenso zu begünstigen wie andere. Das war's zum allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Hallo nochmal. Jetzt war ich kurz ein wenig nervös, aber es gibt ja gar kein 14. Video. Da warst du, glaube ich, einfach ein ganz klein bisschen übereifrig. Ja, übereifrig schon, aber das zeigt auch, uns hat die Produktion viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es Ihnen beim Zusehen ebenso ging und dass Sie inhaltlich etwas mitnehmen konnten. Demnächst geht es dann weiter mit ZPO und zwischenzeitlich erscheinen auf diesem Kanal noch weitere Videos zum Verwaltungs- und Staatsorganisationsrecht. Und die Videoreihe Forftein geht natürlich auch noch weiter. Bis bald und weiterhin viel Erfolg beim Studium. Tschüss. Ciao.